schwimme ich in der Nudel zurück. Außer ihr holt mich bei der Nudel an. Also machen wir jetzt auch eine sogenannte Maxi-Single mit 3 Liedern und da machen wir so fusionierte Hits auf, gell? Ja, so 2 bis 4 Lieder, wenn wir 3 habe ich gesagt. Ja, das ist spontan ungefähr. Okay, und wir machen wir das? Ja, also das erste Lied wird, weil ich ein Permakulturler bin, weiß ich ja, was zusammenpasst. Das erste Lied wird sein, der Text für einen ganz großen volkstümlichen Hit und die Musik für einen ganz mega Song. Was ist ein großer volkstümlicher Hit? Ja, dann machen wir das gleich, das schreiben wir da, das 6 Leute und das ist halt. Das kennt jeder! 6 Leute und das ist halt eine steirische Frau. Oh, Radio! Ein spanischer Sterz und ein irischer Sterz. Achso, das haben wir nicht. Aber das kennt jeder, gell? Ja, das kennt jeder. Ja, okay. Das haben nicht alle mitgesungen. Ja, der Hit ist so groß, dass man gar nicht mehr mitsingen braucht. Achso, also wenn man nicht singen kennt, das. Ja, genau so ist es. Warte, da pfeift es ja schon wieder so viel, dass es sich. Pfeift es unten auch? Nein, so viel pfeift es schon nicht. Das ist den Bock schon noch. Jetzt brauchen wir aber dazu zu dem Text einen ganz großen Hit und den kenne ich. Das ist schon 30 Jahre in den Charts hält. Kessera, sera, whatever will be. And the future's not ours to see, genau. Kessera, sera, Kessera. Schreist du so? Weil keiner gesungen hat. Weiß ich alle, denn das Lied schon gut kennen. Ah ja, ein habe ich gehört, das hat das nicht mehr. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Man muss den Text vom steirischen Brauch in die Melodie von Kessera einpassen. Und wenn das zusammenpasst, dann wird es ein Mega-Hit. Und das probieren wir jetzt aus. Das ist aber schwer, das sage ich. Probier's das einmal. Sechs Leitl, das ist heute der steirische Bravo, Ladio Adirkischa, Sterz und Arsch vom Zug. Trau voll Ladio, Josef Seidl, das ist heut, der steirische Brauch, Holadio Juchazar.